Ja, meine Damen und Herren, wir wollen uns heute unterhalten über den GAMP Guide, Good Practice Guide, besser gesagt, Enabling Innovation. Das ist ein neuer Guide, der 2021 publiziert wurde und der soll sich mit Dingen befassen, die alle interessieren, zum Beispiel auch mit dieser Computer Software Assurance, einer Idee der amerikanischen Gesundheitsbehörde, der FDA. Nun, diese CSA-Richtlinie, auf die wir alle immer noch warten, übrigens, wir sind jetzt im Moment im Februar 2022, die ist schon relativ alt, die ist schon 11, 12 Jahre alt und wurde an sich gestartet mit diesem Case for Quality, einer Initiative des CDRH in der FDA. Und man hat also sich mit einigen US-Firmen unterhalten. Das war also eine ganz erstaunliche Sache. Man hat einfach diesen Guide nicht erstmal publiziert, sondern hat gesagt, wir prüfen den erst einmal mit einigen Firmen, vor allem US-Firmen. Das hat man in den ersten Jahren getan, hat dann eine Initiative für die Industrie auch gegründet. Es gab auch einige Firmen, die haben dann gesagt, wir probieren das mal, diesen Guide umzusetzen. Und dann hat die FDA 2018 gesagt, ja, wir publizieren das 2019. Und was kam? Es kam gar nichts. Es kam bis heute nichts, aber es gibt jetzt seit letztem Jahr einen GAMP Good Practice Guide Enabling Innovation, der uns schon einige Hinweise gibt, was denn in diesem neuen Guide der FDA drin sein sollte, den wir hoffentlich irgendwann erhalten. Nun, die FDA schreibt in ihrer Initiative auch schon, dass sie was sich ändern soll bei der Computervalidierung. Also es soll weniger auf die Dokumentation geachtet werden, es soll weniger auf die Validierung geachtet werden, weil man dann häufig Funktionen mit höherem Risiko übersieht, wenn man alles über einen Kamm schert und was man auch dann bisher ja kaum gemacht hat, dass man Aktivitäten, die der Lieferant durchgeführt hat, dass man diese Aktivitäten überhaupt außer Acht gelassen hat. Also man soll sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Tests und auf die Risikoanalyse. Machen wir ja schon immer in der Risikoanalyse, aber etwas besser noch in der Kontrolle dieser Risiken. Also das sind die Probleme, die die FDA sieht und das bringt man einem auch näher, bringt man uns näher in dem GAMP Guide, Good Practice Guide Enabling Innovation. Den können Sie kaufen von dem GAMP-ISPE-Konsortium, kostet im Moment $695. Und da sehen Sie auch schon an den Inhalten, es wird relativ viel Wert gelegt auf alte Konzepte, die man schon im GAMP 5 hat. Der GAMP 5 ist ja schon ein altes Dokument, aber es kommt dann auch etwas Neues und das ist die kritische Denkweise. Das möchte die FDA, die sagt also, bisher hat es noch kein kritisches Denken gegeben. Erstaunlich, ich habe das zwar nicht so wahrgenommen, aber das möchte man ganz besonders, dass das hier von der pharmazeutischen und Medical Device Industrie berücksichtigt wird. Und dann will man auch etwas, dass man die Testung und die Softwareentwicklung in irgendeiner Form auch moderner gestaltet, also agiler. Wir wissen das ja schon, die agile Softwareentwicklung mit Scrum und Sprints, das kennen Sie ja alle, das gibt es ja schon seit vielen Jahren und das hat die FDA jetzt auch etwas verinnerlicht. Und dann gibt es auch noch einen Teil über das Service Management und über die Service Provider, das heißt über die verschiedenen Lieferanten, die wir haben und ganz besonders auch über die Cloud-Lieferanten. Nun, bei diesem risikobasierten Ansatz, und das haben Sie ja schon mal gesehen, in dem alten GAMP 5, da finden wir auch dann etwas über die Risikobewertungen. Und wenn wir uns diese fünf verschiedenen Phasen mal anschauen, dann sind die Schritte 2, 3 und 4 die wichtigsten. Das heißt, wir haben hier bestimmte Funktionen, die eine Auswirkung auf die Patientensicherheit haben und die Produktqualität. Und die bewerten wir. Die müssen wir in der Risikobewertung natürlich darstellen und müssen das später auch überprüfen, ob wir die Funktionen
in der richtigen Weise dann kontrollieren. Und das nennt man jetzt mittlerweile etwas mehr dann Critical Thinking. Das heißt, wir wollen uns auch hier spezifizieren auf ein ungeskriptetes Testen, unscripted testing. Was ist das zum Beispiel, so ein ungeskriptetes Testen? Und da gibt es hier einige Beispiele auch, die in diesem GAMP Guide hier publiziert werden. Zum Beispiel die Ad-Hoc-Tests, die man vorher nicht geplant hat und mit denen man Fehler möglichst früh finden möchte oder etwas, was man unter der Fehler-Error-Guessing subsumiert. Also man will potenzielle Fehler auf Grundlage der Erfahrung des Testers ermitteln und das explorative Testen auch. Wenn Sie jetzt denken, ungeskriptetes Testen ist total undokumentiertes Testen, das stimmt nicht. Also wir haben trotzdem eine Dokumentation für diese Testverfahren, die allerdings nicht so formell sind, wie wir sie vorher in unserem ganz normalen Tests, die wir bisher durchgeführt haben, wahrgenommen haben. Es gibt natürlich noch ein weiteres Unscripted Testing. Da möchte ich Ihnen mal einfach dieses Day in the Life erwähnen. Day in the Life, die Älteren von Ihnen wissen es vielleicht, das kommt aus Sgt. Pepper's, eine Beatles LP, die vor vielen, vielen Jahren publiziert wurde. Und das Day in Life, das heißt, das ist jetzt eine auch ein ungeschriebenes Testen. Da wird einfach das System auf die Benutzer losgelassen, bevor man es aktiv setzt natürlich, also während der Validierungsphase. Und dann können die Benutzer auch Fehler suchen. Und das ist auch etwas, wo man dann sehr viel Erfahrung natürlich durch die Benutzer im normalen Systembetrieb hat. Und die werden dann auch Fehler finden. Also das ist auch eine gute Möglichkeit. Was sollte man generell beim Testen verbessern? Also man sollte hier sehen, dass man hier die Testung risikobasiert durchführt. Also eine Funktion, die sehr riskant ist für den Patienten, muss man ganz besonders kritisch testen. Und eine andere Funktion, die weniger wichtig ist für den Patienten, die braucht man dann eben nicht so ad extenso zu testen. Und da sind die ganz normalen Fragen natürlich, die immer auftauchen. Braucht man einen Screenshot oder braucht man die zweite Unterschrift? Oder sollte da gar ein Witness dabei sein, also eine zweite Person, die sich die Testung mal anschaut? Nun, es kommt sehr viel auch auf den Lieferanten an. Der Lieferant hat ja auch sehr viele Tests vorher schon durchgeführt und sehr viele Tests wurden ja in der Vergangenheit von uns in der pharmazeutischen Industrie einfach wiederholt. Und da muss man sich auch mal überlegen, wie kann uns der Lieferant denn überhaupt helfen? Also kann er uns bestimmte Unterlagen zum Beispiel für eine Inspektion zur Verfügung stellen? Wie lange würde denn so etwas dauern? Und normalerweise leben die Lieferanten auch für Unterstützungen natürlich irgendwie eine Entlohnung dafür. Und was kostet diese Unterstützung? Und dann ist auch für uns die Frage, welche Unterlagen brauchen wir direkt vor Ort? Wir können ja nicht immer auf den Lieferant warten. Und wer unterschreibt uns dann solche Dokumente zum Beispiel? Also mehr Formalisierung heißt, für die Funktionen mit höherem Risiko muss man das festlegen. Wenn wir geringeres Risiko haben, dann brauchen wir nicht so viel Formalismus. Nun, in dem GAMP Guide finden wir auch etwas über das IT Service Management und da ist natürlich allen voran sehr wichtig heute die Cloud Service Provider, die uns ja sehr viel Arbeit abnehmen sollen. Ganz besonders hier natürlich in dem Zusammenhang die Software as a Service, SaaS Service Provider, die sehr viele Aktivitäten inklusive Validierung von uns für uns übernehmen natürlich. Und da ist die Frage, was müssen wir denn eigentlich noch selbst machen? Wobei wir natürlich hier auch die Risiken der Cloud berücksichtigen müssen. Wir müssen, bevor wir eine Migration in die Cloud starten, müssen wir natürlich wissen, was passiert denn, wenn zum Beispiel der Service Provider bankrott geht oder wenn wir irgendwelche Unterbrüche im Internet haben oder wenn zum Beispiel irgendwelche Sicherheitsrisiken auftreten, zum Beispiel der Cloud Service Provider
der unsere Daten hat, der wird gehackt oder so. Auch hierfür liefert uns dieser Guide ganz gute Ansätze, was wir da machen sollten, wie so eine Risikobewertung dann aussieht. Also zusammenfassend kann man sagen, dass es ein schöner Guide ist, den man hat, wo einiges, was wir bisher an den GAMP-Konzepten schon kennen, das ist da zusammengefasst in dieser Guideline. Und wir haben eine Teststrategie, da wissen wir schon, wie sieht denn eventuell so ein neuer Softansatz der FDA aus, wo wir Geld sparen können. Können, Tool und Validierung, Qualifizierung und so weiter. Also hier, dass dieser Guide ist an sich eine gute Anschaffung, die Sie tätigen können, wenn Sie sich für dieses Gebiet der Computervalidierung interessieren und nicht auf den CSA-Guide der FDA mal warten wollen, der hoffentlich mal in der nahen Zukunft erscheinen wird. So, meine Damen und Herren, damit möchte ich schließen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch alles Gute für Ihre weitere Computervalidierung. Und vielleicht überlegen Sie mal, ob Sie einiges von den Ansätzen, die Sie in dem GAMP Good Practice Guide finden, schon mal umsetzen können für Ihre nächste Validierung. Vielen Dank.